Und damit seid ihr grüßt mal den Zwerg genommen, Raum zu denken und zu einem kleinen, ja, vielleicht zwischendurch Dings, ein kleines Netztest. Spiele ich ein kleines Paluten-Game. Ja, das hat ein Fan von Paluten, hat dieses Spiel erstellt und kostenlos auf, ich glaube, itch.io war es, zur Verfügung gestellt. Ja, das Spiel hat selbst keinen Soundtrack, der drin läuft. Es gibt ein paar Töne, die gemacht werden, wenn hier zum Beispiel so eine Münze einsammle. Ja, deshalb werde ich im Schnitt dann ein bisschen was einblenden. Ja, das ist ein kleines Jump'n'Run, was jemand hier für ein paar Minuten erstellt hat. Da ich jetzt schon seit ein paar Jahren großer Paluten-Fan bin. Ich habe mir immer gedacht, ja, könnte das auch mal, kann ich das auch mal spielen? Kann ich das auch mal. Ah, verdammt. Kann ich das auch mal hier. Bring ich das auch mal im Let's Play, im Let's Test? Und probiere das mal aus, wie gut ich jetzt. Immer meine Stand. Meine. Ja. Jump'n'Run Skills. Meine nicht vorhandenen Jump'n'Run Skills. Zeige ich euch jetzt mal hier im. Jump'n'Run. Ja. Da sieht er mich schon glorreich fehlen. Und da kommt jetzt hier. Das Eis ist natürlich sehr rutschig. Und auch so ein bisschen kleiner Minecraft-Look hier. Passt ja. Und wir spielen hier den kleinen Mini-Paluten. Ja. Kleine Plüschpuppe von das kleine Minimi von Paluten. Gibt es eine Plüschpuppe von, aber hat auch eine Story, also in Minecraft. In Minecraft Freedom kam es glaube ich auch schon vor. Nicht die Puppe, sondern der Minimi Paluten. Ist ein kleiner Charakter, der den der Paluten erfunden hat. Paluten Junior, wenn man so will. Oha! Das Geräusch hat mich jetzt. Hat mich zerschreckt. So. Die Hindernis überwinden. Ja, komm. Stück für Stück. Ganz langsam. Ruhig. Ruhig. Und jetzt. Und jetzt. Und durch da. Wow. Verdammt. Habe ich nicht so ganz gesehen, wo das steht, wo das Ding. Das mit dem dreidimensionalen Sehen ist hier so, das ist so ein bisschen schwierig hier. Das ist, muss gekonnt sein. So, wie kommen wir hier durch? Na komm, okay. Wow, na komm. Mit der Musik im Schnitt hinzugefügt, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen spannender sein. Ich hab's jetzt hier gerade so ein bisschen was buff. Und das. Und so auf den Ohren. Und dann die Geräusche, die Münzen und die. Das Wegklatschen hier. So, durch hier. Und ups. Na komm, abschätzen, wo es ist. Und verdammt! Na komm, so, hier. Ja. Ja, ich habe halt wirklich keinen Soundtrack drin. Hier mal kurz. Ich hoffe, ich denke daran im Schnitt. Hier mal kurz, was ich so höre, wie ich das Spiel höre. Okay, ich habe es geschafft. Genau so. So höre ich das Spiel. Nein. Da muss doch irgendwas. Ja, hier, Platte. Bring mich da rum, verdammt. So, hier. Na toll. Warten, dort drüben, warten. Warten. Platte kommt. Und bitte sehr drauf. Und zack. Verdammt. Oh, schöner Checkpoint. Vierer Checkpoint. Mimi Paluten. Der Weg.
Verdammt! Da bleib ich liegen. So. Na komm. Uff. Das ist natürlich knapp da. Ja, das habe ich jetzt raus. Vorsicht. Wir wollen den Minimi-Paluten nicht öfters umbringen als nötig. So. Komm. Ach, verdammt! Das ist dreidimensionale Blick nicht mehr gereicht. Oh nein, jetzt muss ich das hier nochmal aufmachen. Nein. Okay, wenn man das einmal raus hat, scheitert man nur noch beim Eis hier. Na komm, vorsichtig vor, verdammt! So, na komm. Warte. Und jetzt, da haben wir genug Zeit. Und jetzt langsam und hops. Jetzt ganz in Ruhe, ganz ruhig. Da müssen wir noch rüber, da haben wir einen Hüftplatten, wie es auch schaut. Uiui. Na komm, da steht er, der Peter. Und jetzt geht's durch. Sehr schön. Uha, Stacheln. Ganz vorsichtig. Wir wollen hier nicht den Minimi-Paluten aufschießen. Ach, du große Scheiße. Boah. Der Sound hat mich ja ganz. Der hat mir weggehauen. Das sind TNT-Spitzen. Und hier nochmal von vorne. Ach, du Schande. Das soll was werden. So. Hier, komm. Hier rüber. Ganz. Sachte. Na komm, wäre doch gelacht, wenn wir das jetzt nicht schaffen. Und ganz vorsichtig. Langsam. So, hier. Und zwar jetzt. Und jetzt. Nicht alles auf einmal, das wäre zu gewagt. Durch. Sehr schön. Durch die Pipe, durch die Mario Pipe durch. Verdammt! Verdammt, Mann! Oh, Checkpoint. Sehr schön. Oha. Das habe ich nicht kommen sehen. Dann vom Feld. Oh nein. Ach du Schande. Hätte ich denn darüber kommen sollen. Gerade so. Oh. Hier sind Sprungplatten. Nein. Hops, oh verdammt. Na komm. So. Na komm. Und rein hier, verdammt. Oh, hat geklappt. Oh, was in der Welt? Die GLP, der Menge. Wenn wir als Gegner, wenn wir einen Bosskampf oder was? Irgendwas auswählen. Was? Warum greift GLP Mini-Paluten an? Warum? Was hat Mini-Paluten ihm getan? Müssen wir hier zurückschießen oder was? Okay, da passiert nichts.
Springen, springen. Okay. Spuckt Laserbälle. Ja. Gleichzeitig ein Jumping Run, wenn wir hier beschossen werden. Scheinbar bringen die Treffer uns nichts, aber ist natürlich trotzdem hektisch hier. Ich muss natürlich trotzdem hier. Und verdammt. Gibt's auch keinen Checkpoints dazwischen. Muss man hier im Boss-Level natürlich durchschaffen. Passiert uns nichts. Ups! Nicht so viel Zeit drauf lassen und hier hoch. Knappe Sache. Na komm, warten. Ah, okay. Wenn wir ausweichen, kommt das zurück auf ihn. Verdammt. Okay. Ist irgendwie doch nicht, oder? Verdammt, warte, ich bin hier drauf. Auf die rote Platte. Da kommt sie. Rote Platte. Hinauf. Das sind Eisplatten. Na komm. Hier nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Das ist ein Abkommen. Menü. Ha! Getroffen, verdammt. Ausweichen. Bring jetzt zurück. Irgendwie nicht. Hopp. Ne, ist verschwindet. Wir können einmal treffen hier. Pro Runde. Geht ruhig. Oh, hier kommen die Spitzen hier. Na toll. Ich hoffe, es gab einen Checkpoint. Okay, ich lebe. Na komm, Manuel. Vorbei. Oh, okay. Dann nehmen. Und, ja. Zack, zurück. Sehr schön. Können wir das noch mal irgendwie hinkriegen hier, oder? Scheinbar nicht. Wir müssen weiter. Na komm, weiter. Verdammt. Oh, jetzt ist er wieder ganz geheilt. Na toll. Wie soll ich das denn jemals? Wie soll ich das denn schaffen? Ich meine, ich weiß jetzt, dass ich ihn so hier schon treffen kann, aber das letzte Mal treffen kann ich ihn hier noch nicht, oder? Das kann ich erst im nächsten Gebiet wieder. Mir gibt es dann Weg. Ne, es verschwindet nichts. Ich muss also weiter. Ich muss hier voran. Immer wenn ich sterbe, ist er nochmal. Ist er wieder geheilt. Na toll, das ist. Man muss das Jumping Run also fehlerfrei schaffen, um runterzufallen. Erst dann kann man den Boss besiegen. Na, das ist doch ein bisschen. Dafür, dass das Spiel vorher so leicht war. Das finde ich, das ist jetzt. Der Boss kommt, ist ein bisschen übel. Ja, wenn ich jetzt hier halt sterbe, ist halt wieder auf 100%. Ist halt scheiße, oder? Halt am Ende, kurz vor dem Ende nochmal. Na komm, jipp. Man muss das auf diese Wand dort schießen. Ist das das Ding? Ja, das scheint so zu sein. Vielleicht kriege ich das dann doch hin. Ah ne, die Wand ist weg.
Ah, deshalb funktioniert das nicht mehr. Die Wand ist weg. Die Zombie-Wand. Hier ist wieder eine Wand. Verdammt! Ein Sturm. Na komm. Ja, jetzt stehe ich hier im Weg. Na komm. Und die Wand und zurück. Verdammt. Ja, jetzt verschwindet automatisch wieder eine Wand. Oh verdammt, nein. Ich hab's raus, was passieren muss, aber das ist doch ein bisschen uff. Dann vorbei. Verdammt. 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 Und ja, besiegt, haben wir besiegt. Ein bisschen Menü. Haben wir ihn scheinbar sein. Balken ist kaputt. Ist besiegt. Ist tot. Ja, okay. Ich würde mal sagen, da mich noch um 40 gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Könnt ihr euch auch mal drauf. Ich verlinke euch den Link, wo man das runterladen kann. Könnt ihr selbst mal versuchen. Vielleicht kriegt ihr den bösen Manual sogar ein bisschen mal besiegt. Schaut da mal. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. So, na dann. Lasst ein Abo da. Glocke aktivieren und haut rein. Bis dann und ciao!